Und wieder geht es in unserer Klausurtagung um die Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur Europas am Rande eines Krieges, um die Frage der Entwicklung von Inflation und die Folgen, die für die gemeinsame Wirtschaft im Euroraum tatsächlich dann zu befürchten ist. Was muss diese Regierung eigentlich tun, um einen drohenden weiteren Anstieg von Inflation verhindern? Genau um diese Themen geht es mit Wirtschaftswissenschaftlern, mit Militärwissenschaftlern, aber vor allem auch mit der Staatspräsidentin von Moldau. Und hier sehen wir doch, dass die Einflüsse, die wir feststellen, weitaus gravierender sind, als wir das bisher befürchten mussten.